Wie aus einem durchgesickerten Gespräch beendet er diesen sinnlosen Krieg, dass sie alle auf dem Holzweg waren. Eingebuttert, finanziert die Waffen, wie die Bekloppten und wer stirbt auf dem Gefechtsfeld. Vereinten Nationen eine zweite Amtszeit von Donald Trump überleben werde. Schon Wahnsinn, was da abgeht. Agenda weiß ich nicht, sicherlich, aber wer, wie, warum, wer dahinter steckt, das war ja absolut der absolute Bluff, ja. Die wollen uns verarschen. Weil ich denke, wir können wählen gehen, wie wir wollen. Es wird immer so es gibt ja nur zwei Kandidaten. Der ist nicht mehr Grufti, der ist schon Komposti. Der Trump klatscht hier an die Wand. Die hat keine Chance. Hat auch keine Angst, Tacheles zu reden. Er redet mit jedem. Ja, nochmal die Puppen tanzen lassen für sich selber bis zum Ende, ja. Aber in der Politik jetzt vor der Wahl stünde, wen sollte ich wählen? Harris oder Trump? Den Trump zum Beispiel würde ich aus dem Grund nicht wählen, weil er bedingungslos. Und die Kamala Harris ist genau das Gegenteil. Ein Verfechter für Frieden. Absolut. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto, ich sag's 1000 Mal, 100.000 Mal am Tag, wenn ihr wollt. Mein Motto ist, Krieg ist scheiße.